Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Rise of the Tomb Raider, Vers 55. Und wir haben jetzt eigentlich schon praktisch so gut wie alles durch. Also das Hauptspiel haben wir abgeschlossen, zu 100%. Übrigens, Baba Yaga haben wir abgeschlossen. Das ist Gottloses Tal, steht hier als letztes, auch 100%. Also wir haben Hauptspiel komplett dokumentiert, videomäßig, mit allen Schätzen, alles 100%. Und Kraftanwesen müssen wir noch machen. Expeditionen haben wir jetzt, haben wir auch alle. Allerdings, Ausdauer haben wir kalte, also von vorn geht es hier. Es geht normalerweise los, das erste ist Punktangriff, das haben wir. Kapitelwiederholung, da kann man einfach nochmal alle Level wiederholen, das haben wir auch, das haben wir auch. Widerstand der Verbliebenen, ja, haben wir eins gemacht, ja. Ausdauer, ja, das ist auch sehr schick, haben wir gemacht. Und kalte Finsternis haben wir auch schon gemacht, allerdings ist, und es gibt noch Laras Albtraum, da ist jetzt nicht viel zu sagen, das haben wir auch gemacht, da ist nichts zu sagen, das ist easy, aber ist quasi auch das Zombie-Level. Kalte Finsternis, das ist das Zombie-Level in der in einer Forschungsstation, und Laras Albtraum ist das Zombie-Level aber in Laras Hütte. Und in kalte Finsternis können wir noch was machen, nämlich, das spielen wir jetzt nochmal, und zwar gibt es hier acht, wenn mich jetzt alles täuscht, glaube ich, 8 Dokumente zu finden, die natürlich wieder, ja, Aufschluss geben über Hintergrundstory, bla bla. Und allerdings ist es auch eine Herausforderung quasi. Also was weiß ich. Und es gibt, Entschuldigung, es gibt hier auch eine Schatzkarte bzw. Archivarkarte, und wenn man die findet, dann werden die Dokumente alle eingetragen, und die sind natürlich gut versteckt und zum Teil auch schwer zu erreichen. Also ein bisschen schwer zu erreichen, und man findet sie sowieso nicht, außer man hat gleich die Schatzkarte gefunden und dann sind die auf der Karte eingetragen und dann kann man sie gut finden, und das machen wir jetzt mal. Ich zeige dir jetzt, wo die Schatzkarte ist, die ist immer auf derselben Stelle, und ich zeige dir, wo die ist. Und wenn du es nochmal schwarz auf weiß haben willst, gehst auf meine Homepage laraweb.de, da ist nochmal eine Karte zum Ausdrucken. Kannst du anschauen, ausdrucken, anmalen, an die Wand nageln. Das machen wir jetzt. Kalte Finsternis, neues Spiel. Ich mache auf leicht. Fortfahren. Warte, ist eine Herausforderung, oder? Warte, die habe ich aber schon gehabt. Öffnen Sie mal drei. Sammeln Sie alle 8 Dokumente. Da steht, siehste. Enthüllung der Wahrheit. Das ist auch eine Herausforderung. Sammeln 8 Dokumente. Tatsächlich. Habe ich schon. Gut, fortfahren. Entschuldigung. Jetzt nehmen wir noch eine schicke Karte. Das habe ich ja erklärt mit den Karten. Gell? Goldkarten haben einen goldenen Rand. Die kann man immer verwenden. Und Karten ohne goldenen Rand sind nach einmal benutzen weg. So, aussehen. Da nehmen wir jetzt mal nichts. Es gibt auch spezielle Karten nur für kalte Finsternis. Also wenn du da mehr Punkte haben willst, zum Beispiel hier kriegst 75% mehr Punkte. Zum Beispiel, da ist aber scheiße, weil... und so weiter. Wir wollen... ich nehme jetzt mal die Karte Tomb Raider. Einfach mal zum Spaß, Tomb Raider. Wo ist sie denn? Tomb Raider, die nehmen wir. Dann nehmen wir noch eine schicke Axt. Warte, Kletteraxt, Dreieraxt. Dann nehmen wir noch eine schicke Knarre. Nehmen wir mal eine Schrotflinte. Eine ordentliche... alphabetisch Vollautomatik-Flinte, die klingt gut. Und ich spiele hier mit einem Trainer, mit dem Fling-Trainer, kannst du googeln, Rise of the Tomb Raider Fling, F-L-I-N-G, dann den runterladen, den habe ich jetzt aktiviert mit unendlich Munition und so weiter, damit wir hier nicht ewig spielen. So, jetzt haben wir Tomb Raider, Kletteraxt, Vollautomatik, ja, das müsste mal reichen. Wir wollen ja eigentlich nur die, aber wir können auch, na gut, also fangen wir es mal.
Und siehst du, Gefangene gerettet. Ich habe 77 links unten. Siehst du, Gefangene gerettet. Du kannst, das kann man auch machen. Wenn du, das geht bis zu 50, das kumuliert. Also wenn du das 10 Mal spielst und immer 5 Gefangene rettest, hast du insgesamt 50. Und da kriegst du immer Belohnungen dafür. Also so Goldkarten, seltene. Also kriegst nur, also, da gibt es ein paar Sachen, die du nur so kriegst für Gefangene. Also ich würde, und bei 50 ist aber Schluss. Wenn du 50 Gefangene gerettet hast, kriegst du die letzte Belohnung. Steht auch auf meiner Homepage. Was war denn die letzte Belohnung? Es gibt ja 8 Dokumente. Jetzt warte, steht alles auf meiner Homepage. Da genau. Für circa 8 Gefangene kriegst du 2 Goldkarten mit der Voidhammer-Schrotflinte. 15 Gefangene Goldkarten Ushanka Tarnoutfit, 20 Gefangene Wildpack, 30 Gefangene Vorteilspack, 40 Gefangene Herausforderungspack, 50 ist Goldpack. Für 15 zerstörte Basen, also die ganze Expedition 15 Mal beenden, gibt es auch ein Kartenpack. Also spiel's 15 Mal und sammle mindestens, befreie mindestens 50 Gefangene, also nicht auf einmal, sondern insgesamt, dann kriegst auch noch schicke Belohnungen. Und dann ist Schluss, also dann kommt nichts mehr. Also belohnungsmäßig. Gut, ja. Dann starten wir mal, oder? Starten wir mal reinschauen. Gut, wir wollen die. Es hat mich 30 Jahre Widrigkeiten, Zweifel und Spott gekostet, diesen Tag zu erleben. Es war Wow, der schau das Staat, der schließlich den Wert meiner Arbeit erkannte. Er sah das Potenzial darin, eine Generation sowjetischer Männer heranzuziehen, die mehr sein würden. an. Die erste Welle von Versuchspersonen, tapfere Helden, alle miteinander, musste eingeschläfert werden. Meine Kaffeepause. Arbeit, das sehe ich jetzt, hätte niemals zu einer Generation von Helden geführt, wie ich einst geträumt habe. Eine Sache weiß ich. Ich habe eine Waffe geschaffen, um meine Heimat zu verteidigen. Darauf bin ich stolz. Ich bin nicht gescheitert. Okay, Lara. Der chemische Kampf gegen die infizierten Trinity-Soldaten. Das alles kommt aus dieser alten Sowjetanlage. Hier muss es sein. Ich habe hier die Anleitung, die du gefunden hast. Ich kann also übersetzen, wie man die ganze Anlage lahmlegt. Wenn wir die Maschinen nicht lahmlegen können, erreicht das Toxin innerhalb eines Tages unser Tal. Sophia hält uns weiter in der Luft, aber wir sind in der Nähe. Aber ansonsten ist auf dich gestellt. Aha, gut. Entschuldigung. Sie können mich ganz sicher hören. Gut, also das sind Zombies. Also die haben da Experimente gemacht mit einem Du musst chemischen diese Türme lahmlegen und dann von dort verschwinden. Aber pass auf dich auf. Gut. Ich versuch's. Also die haben da anscheinend Experimente gemacht mit einem chemischen Kampfstoff und da sind aber leider die Leute zu Zombies mutiert und wir müssen das jetzt ausschalten, die Anlage. Und na komm. Und ja. Und hier liegen immer mal Waffen rum, die kann man nehmen. Und Wir haben beim letzten Überflug ein Waffenversteck entdeckt. Sieh's dir mal an. Waffenversteck, das kannst du dann auf der Karte anschauen. Nee, wo ist denn die Karte? Also da haben wir jetzt wieder ein Waffenversteck, da kannst du Waffen dir noch holen. Und ich glaube, ich muss es nicht mehr großartig erklären, oder? Wir wollen jetzt erstmal die Archivarkarte, also die Schatzkarte, damit man die 8 Dokumente eingezeichnet sind. Also du musst hier in die 3 Türme gehen, man sieht ja schon die Ziele, in diese 3 seitlichen kleinen Türme gehen und dort Aufgaben lösen. Und dann, wenn du das hast, dann kannst du im mittleren Turm dann die letzte Aufgabe erledigen. Nämlich die Rohre da zerschießen, die Dinger. Und dann fertig. Gut. Das war's jetzt, oder? Wir wollen jetzt erstmal die Archivarkarte finden. Und zwar ist die hier auf diesem Turm, siehst du? Schau her. Das ist hier ein Turm. Und da oben, wenn man darauf klettert, da oben ist die Schatzkarte. So, jetzt müssen wir da hin. Also wir müssen am zentralen Turm links vorbei. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Wir sind da oben jetzt. Also am Zent oder auch rechts Die ist jetzt Leute von eigentlich Trinity wussten, was sie wurscht. tun, als sie die Anlage wieder aktiviert haben.
Ist jetzt eigentlich nicht. Unvorstellbar, dass jemand so etwas absichert. Wir müssen hier draußen nach der Quelle gesucht werden. Da ist der Haupt, das ist der große Haupt. Huch, jetzt kommen aber immer welche Zombies. Die unendlich, also du kannst, das hört nie auf. Die Zombies kommen unendlich weiter. Kannst nicht wegkriegen. Also hier ist der große Hauptturm. Und da gehen die Rohre zu den drei seitlichen Türmen. Man muss also zuerst. Aber wir wollen jetzt erstmal die Karte finden. Gut, warte. Und zwar müssen wir jetzt am Hauptturm links vorbei. Schau her. Huch, da kommt wieder einer. Siehst du, jetzt sind wir hier. Und also da oben haben wir angefangen. Da haben wir angefangen. Und wenn du es ein paar Mal spielst, kennst dich eigentlich schon ein bisschen aus hier. Und wir wollen. Also wir sind jetzt da, da müssen wir da durch, da müssen wir durch und dann hier auf den Turm rauf. So, jetzt müssen wir da durch. Und da genau. Aha, und da. Vor dem ersten Turm. Genau. Okay, wenn du reingehst, schließt sich die Luftschleuse hinter dir. Du musst einen anderen Weg rausfinden, nachdem du die Maschinen lahmgelegt hast. Die haben so lustige Sounds, die Kollegen. Gut. Jetzt, wir müssen da durch, da brauchen wir Feuerpfeile. Man kommt, glaube ich, auch irgendwie anders durch. So. Man kann auch da runter gehen. Also es ist hier auch aber ziemlich viel. So, jetzt da oben, da ist der Hauptturm. Das ist der Hauptturm und da gehen immer die Rohre zu den drei seitlichen Türmen. Da ist jetzt einer, wisst ihr? Und wir wollen aber dahin. Warte, wo sind wir? Jetzt kenne ich mich schon wieder nicht mehr aus. Dahin. Da wollen wir hin. Ganz. Nee, da oben ist nicht. Glück, dass das Toxin bei Frauen nicht zu wirken scheint. Da durch noch irgendwo. Nicht. Ich nehme an, es verändert die Dieben durch das Testosteronproduktion. Durch. Ist die Aggression und das schnelle Muskelwachstum erklären würde. Warte. Warum es bei Männern so schnell wirkt. Ja, ja, quatsch dich aus. Nee. Ja, ich glaube, wir müssen da außen rum hin. Genau, von da kommen wir nicht hin. Da, das ist so eine Mauer. Aha, wir müssen da rum, oder? Ja, da durch. Sicher. Na komm. Da, jetzt warte. Sind wir schon in der Nähe? Ja, da durch jetzt mal. Warte, da durch. Da sind wir schon in der richtigen. Da kommen wir durch, oder? Schau her. Aha, da kommen. Und dann da wieder rauf. Warte. Da ist im Durchgang. Aha, warte. Doch, jetzt müssen wir da rauf. Irgendwo. Warte, jetzt sind wir da. Genau, wir nähern uns. Das glaube ich, man kommt nur von der Seite hin, siehst du? Wir nähern uns. Das dürfte, es kommt da einer. Da jetzt rauf. Genau, da ist so eine Mauer. Da jetzt rauf, oder? Da ist wieder einer. Da, aha, aha, aha. Da ist er. Der ist es, oder? Schau her, genau. Das müsste der Turm sein, da oben. Da oben ist das. Siehst du, hier ist der Hauptturm. Ganz riesig. Jetzt kommt einer. So. Ah, jetzt kommt wieder. Machen wir schon. Jetzt sind wir da. Siehst du, da drüben müsste es sein. Jetzt gehen wir da rauf. Geh rauf. So, da drüben müsste die sein. Schauen wir mal. Da, ja, da hockt einer. Das ist sie. Siehst du, das ist die Archivarkarte. Nehmen wir die mal. Jetzt siehst du. Aha. Enthüllen, bla bla. Da haben wir noch. Was haben wir da noch? Gibt nichts. Da hockt einer. Gut, jetzt sind wir hier am Hauptturm, siehst du? Siehst du, und jetzt sind alle Dokumente eingetragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das hier zum Beispiel ist ein bisschen schwierig zu erreichen. Da muss ziemlich rumspringen. Jetzt sollen wir die. Okay, du kannst dir das jetzt hier. Also hier ist die Karte, dann wird es bei dir eingetragen. Sollen wir die jetzt holen? Da holen wir die jetzt, oder? Zeit haben wir ja. Okay,
Okay, du kannst jetzt ausschalten, wenn dich das interessiert hat, dann kannst du jetzt ausschalten. Ich hole die jetzt noch, oder? Fangen wir mal da an. Ah nee, das wollte ich nicht. Ich wollte Wegpunkt setzen. Mit A einen Wegpunkt setzen und dann findet man das. Jetzt gehen wir wieder runter. Huch, bang. So, jetzt gehen wir da hin. Jetzt holen wir die mal alle, oder? Ja. Jetzt kommt wieder so eine Angriffswelle. Möglicherweise. Es ist eine chemische Waffe, Nadja. Zurzeit mache ich mir mehr Sorgen über unser ungewöhnliches Drecksdokument. Nein, das ergibt Sinn. Sophia wird uns etwas weiter raufbringen. Wo ist denn das? Da hinten. So, holen wir das erste. Da drin. Aha. Huch, komme ich da nicht drauf? Doch. Wo ist es? Da unten. Huh. Da unten drin. Oh oh. Also sind schon halbwegs gut versteckt da unten, oder? Ha, da ist es. Nimm's halt. So, Pause drücken und selber lesen. Also Pause und lesen. Und Vollbild, drück auf Vollbild und mach Pause und lese es selber. So, gut. Gut, das war das eine. Dann gehen wir zu dem. Gut. Auch. Ja. Also, die kannst gar nicht wegkriegen. Sie dürfen mich nicht hören. Ja. Sie dürfen mich nicht hören. Wo ist denn jetzt das andere? Da oben, hinten oben. Da oben. Wo denn? Ah, da oben. Hurra. Schade, dass es keinen. Trinity hat ein ziemliches Arsenal mitgebracht. Da draußen müssten noch ein paar Waffen sein. Zieh dich mal um. Schade, dass es keinen. Das ist da oben, da muss man da die Leiter rauf schon her. Keinen Unsichtbar-Cheat gibt. Schade. Für die Lara. Jetzt komme ich da nicht drauf. Schlechte Nachrichten. Wenn wir den Türme deaktivieren, wird der Rest des Toxins in den zentralen Kern geleitet. Oh, naja. Was wir erwartet haben. Und wir bekommen alles an einem einzigen Ort. Ach, da ist sie gefangen, ne? Der Kern kann dem gesamten Druck nach all den Jahren keinesfalls standhalten. Befreien, Gefangene? Leider. Die Kernanwendung versagt und eine konzentrierte Toxinwolke wird mit dem Wind freigesetzt. Schlimmer geht's nicht. Leider sind die. Wie komme ich denn jetzt darauf? Schon wieder Scheiße, entschuldige. Leider leben die nicht lange, überleben die das nicht lange. Wie komme ich denn darauf? Oh, naja. Na komm. Das ist da oben. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich darauf komme. Muss man darauf springen, warte. Also es gibt immer viele Wege führen nach Rom. Wie komme ich jetzt weiter? Gar nicht. Ach komm. Da. Da ist die Leiter. Du musst da rauf irgendwie. Das geht auch andersrum irgendwie. Dann da an die Leiter springen, oder? Hoppla. Und da oben ist es. Also die sind manchmal ein bisschen schwierig zu erreichen. So, Pause drücken und selber lesen. So, jetzt haben wir das zweite. Da liegt einer. Jetzt können wir da wieder runterwatscheln. Oder anders. So, jetzt sehen wir das dritte. Okay, Lara. Wir haben einen Plan für den zentralen Kern. Ja, du mich auch. So, jetzt gehen wir dahin. Aber ich glaube, er wird dir nicht gefallen. Ja, ja. Okay, das denke ich. Wenn du den letzten Turm schaffst.
Ich meine, wenn du den letzten Turm lahmlegst, wird der zentrale Kern den Druck nicht mehr standhalten können. Er wird versagen. Aber wenn du hineinkommst und die Maschinen überlässt, alle auf einmal, löst eine katastrophale Kettenreaktion aus und die Explosion wird das Toxin verbrennen. Okay. Da oben, du hast oder? Recht. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir haben nichts anderes. Aua. Wo ist denn der? Au, au. Da. Da oben. Du Böser. Wie komme ich jetzt da wieder rauf? Was zur Hölle ist mit ihm passiert? Oh, gar nicht. Ah, nee, wie komme ich denn da wieder rauf? Hä? Stehe ich wieder direkt da? Au, du Scheiße. Oh. Da. Wie komme ich jetzt da wieder rauf? Oh. Nee, sag jetzt bitte. Da nicht. Muss ich da... Ah, da ist eine Leiter, oder? Warte. Da raufspringen. Ja, das ist knifflig manchmal. Und jetzt darüber, oder? Ah, da ist die Leiter. Ah, da gerade, entschuldige. Gerade noch. Da ist er. Schau her. Siehst du, also das ist manchmal knifflig. Konstantin, ich lasse diese letzte Mitteilung hier. Gut, ich scrolle jetzt langsam runter. Da kannst du es lesen. Wir haben ein bedauerliches Leck in der Eindämmung erlitten. Nicht unerwartet. Die Anlage wurde seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gewartet. Gut. Doch es kam ohne jede Vorwarnung. Echo-Team ist vollständig verloren. Aha, war ja nicht. Verbrauchen Sie keine Ressourcen für eine mögliche Bergung. Ja, vernichten Sie die gesamte Anlage. Gut, hast gelesen? Okay, fertig. Okay. Aber denk drüber nach. Ja, ich denke drüber nach. So, jetzt gehen wir da, haben wir jetzt alle. Jetzt gehen wir dahin. Aha. Jetzt hüpfen wir wieder runter. Einfach mal runter. Hoppla. Wo ist er? Da. Da sind auch immer so Schatz, also Dings, Bergungsgutkisten. Da kannst Upgrade für alle Bögen und so Scherze. Du kannst ja das natürlich mit Karten auch gleich von vornherein holen, mit den Karten. Gut, jetzt gehen wir dahin. Komme ich da durch? Ah! Wo bin ich denn jetzt wieder? Da müsste... Aha, Zotte. Da. Wo? Da. Aha, gut. Da drin. Hey, können Sie mich hören? Ah, da ist eine Gefangene. Schau her. Komm her, befreien. Bleiben Sie ruhig, okay? Ja, ja. Lärm lockt diese Dinger an. Ich hätte gehofft, dass man dann so eine Armee hätte. Die haben ja eine Waffe. Siehst du, aber die leben nicht lange. Die sind gleich wieder tot. Wenn die einem so helfen würden. Siehst du, die ist gleich wieder weg. Schau her. Da, schau her. Au, jetzt ist sie schon wieder tot. Schau her. Schau her, die Ärmste. Also befreit und schon ist sie wieder weg. So, da ist ein Dokument. Konstantin, wie besprochen, habe ich Pause drücken und selber lesen. Der Synthetisierung der letzten bekannten Formen. So. Was haben wir das? Dann gehen wir dahin. Das ist auch wieder oben irgendwo. Warte. So, da. Jetzt warte, nur da wieder. Da rüber. Da oben. Da oben. Au, au, au. Da oben ist das irgendwo. Da muss man auch wieder raufklettern, da in das Haus. Da ist eine Gefangene, oder? Ist da eine Gefangene? Nee. Da ist eine Gefangene. Ich glaube, das sind immer Frauen, oder? Hört sich nach Frau an. Seien Sie leise. Ja, Lara ist auch eine Frau, glaube ich, oder? Ich folge Ihnen. Ja, wenn die mir mal folgen täte, aber macht's nicht, schau her. Geht weg.
Und ist leider, hilft mir, jetzt muss ich darauf, jetzt pass Obacht. So, da an die Leiter, oder? Nee, andere Seite. Warte. Andere Seite. Also man kriegt es eigentlich schnell raus, wie man, da. Warte, jetzt wo ist denn das Drecksding? Noch ein. Oh, da außen. Warte, wie komme ich denn da wieder hin? Warte. Dahin. Da, ah, da liegt schon her. So, jetzt haben wir das vierte, glaube ich, oder? Pause lesen und selber drücken. Wir haben die Formel ver- Gut, jetzt haben wir das da. Jetzt gehen wir, da haben wir alle. So, dann machen wir das da, das ist unten drauf. Oh, das ist in so einem Tunnel drin, glaube ich, am Hauptturm. Jetzt müssen wir erst wieder runter. Oh, weia. Oh, oh. So, gut, das ist am Hauptturm da vorne. Boah, schick, der Mond schon her. Boah. Jetzt müssen wir da vorne, irgendwo durch. Ah, da ist eine Metallbarriere. Warte. Wie komme ich denn da durch? Hab ich kein Ding nicht. Warte. Ah, warte. So. Jetzt natürlich. Und das ist da unten. Unten ist da so ein. Warte, da muss man da in den Keller runter, oder? Warte. Da ist so ein Stollen. Siehst du, wenn man jetzt hier, glaube ich, oder? Wenn man jetzt hier runter geht, schau her. Da ist so ein Stollen, oder? Oh, kommt einer. Da, schau her. Da drin ist es, oder? Genau. Siehst du, hier ist so ein Stollen. Und da in dem Stollen drin. Jetzt sind wir schon fast im Hauptturm. Da kannst weitergehen, dann bist du im Hauptturm drin. So. Pause drücken, selber lesen. Jetzt, da könnten wir da reingehen, dann sind wir im Hauptturm. Genau. Kannst da drin noch rumlooten. Jetzt gehen wir aber wieder raus. Gehen wir wieder raus. So. So. Das war das Ei, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Da ist irgendwo eine Leiter. Warte, da. Gut. 5, jetzt haben wir 5 Dokumente, glaube ich, oder? Da ist auch so ein Seitenturm, das ist, wo wir rein müssen. Sie verfolgen die Geräusche. So, jetzt fehlen nur noch 2, oder? Die haben wir alle. Da haben wir alle. Ah, das ist das Schwierige. Warte, da gehen wir jetzt hin. Muss leise sein. Genau, das ist da vorne. Ah, au, hey, hallo. Was war da los? Ist da was drin? Nee. Ah, oh ja, warte. Da müssen wir, oh, da oben. Da kommt man ganz schwer hin. Das weiß ich noch. Warte, das ist, ah genau, das ist da oben mit Seil, kommt man da mit Seil, nee, runter, man kommt bloß wieder runter mit Seilpfeil, glaube ich. Warte, oh, das ist schwer. Da müssen wir... Oh, jetzt kommt wieder Angriffswelle. Da kommen immer wieder mal... Angriffswellen, was? Gefangene haben wir auch. Da unten irgendwo. Ich will da rauf, das ist da oben. Da oben, siehst du, man kommt aber mit dem Seilpfeil, da ist so ein Seildings, da kommt man bloß wieder runter, glaube ich. Wir müssen da irgendwo. Warte, oh wei, oh wei. Von daher, warte. Genau, so auf das Ding rauf. Und jetzt müssen wir da über den Stahlträger. Siehst du, ich bin jetzt hier. Hier. Von hier her, glaube ich, kommt man hin. Siehst du? Auf den Tank hier. Und jetzt muss man über den Stahlträger. Ah ja, es kommt eine Angriffswelle. Ja.
Wir müssen auf den Ding da rauf, warte. Und der, oh. Jetzt müssen wir Wurfachs, glaube ich, oder? Haben wir die? Ach komm, jetzt kommen alle. Einfach mal, entschuldige. Ja, Mensch. Okay. Wir müssen jetzt damit der Wurf. Da oben ist es, der Wurfaxt. Haut das hin? Schauen wir mal. Ja, Wurfaxt schon her, siehst du? Also X drücken und jetzt sind wir da, oder? Das ist ein bisschen schwer. Aber hast du gesehen? Also so schwer auch nicht. Dann nimm's halt. Genialität fällt niemals leicht. So. Ich habe nicht erwartet, dass es einfach oder unblutig vonstatten gehen würde. Der Fortschritt ist langsam. Die erste Welle von Versuchspersonen. Tapfere Helden alle. Pause drücken und fertig lesen. So, eins fehlt. Jetzt kann man da runter watscheln. Warte. Aber rauf kommt man nicht, man kommt bloß runter, so glaube ich, oder? Ist da eine Gefangene? Nee. Wo war jetzt die? Sollen wir die auch noch befreien? Ja, nee, lassen wir mal. Gehen wir da hin. Das ist jetzt. Wo ist es? Da drin. Schau her, das ist wieder so ein Ding hier. Eisbrecher oder was hier? Oh, das ist auch schwer, glaube ich. Oh, oh, warte. Ah, ich brauch die Ding. Also so eine laute Waffe lockt natürlich auch. Da ist es, oder? Oh, warte, da kommst du auch wieder schwer hin. Da musst du da raufspringen, oder? Da kommst du aber nicht drauf. Schau her. Nee, da kommen wir nicht drauf. Da muss man jetzt auch wieder so außen rum ein bisschen. Warte. Warte, da. Ah, da, genau. Jetzt da mit Anlauf hinspringen, oder? Und darauf und jetzt darüber, siehst du? Hier auf dem Baum. Siehst du? Da auf dem Baum. Geht wahrscheinlich auch anders, aber jetzt haben wir alle Dokumente. Es hat mich 30 Jahre Widrigkeit und 2 Pfund Sport gekostet, diesen Tag zu erledigen. Als ich meine Arbeit zur Menschenverbesserung begann, wurde ich aus der Gemeinde ausgeschlossen. Drücken und selber liegen. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde. Gefangene, ganz in deiner Nähe. Gefangene. Jetzt haben wir eine halbe Stunde gespielt, schau her. Jetzt haben wir alle Dokumente. Gut, okay, kannst ausschalten. Ja, hast gesehen, wir haben alle Dokumentis. Siehst du? Wo sind denn die? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Statistiken. Hier kannst du es nochmal lesen, wenn du es dann hast, kannst du es nochmal lesen. Konstantin. Gut, wollen wir nicht. Okay, Freunde, dann kannst du ausschalten. Ich befreie jetzt noch eine Gefangene oder zwei. Was war da noch eine? Da ist noch eine. Ich befreie die noch. Und fertig. Wo ist eine? Ja, jetzt müssen wir eigentlich in die Türme noch und so schätzen. Wo hockt denn die? Komm. Da im Zug drin irgendwo oder so, warte. Da. Die hockt da in dem Ding. Ich will das, helfen Sie mir. Da. Da, wie gesagt. Vielen Dank, das werde ich. Mhm. Das sind immer Frauen, komisch, gell? Also, ja. Ups, die war aber schnell weg. Holla. Mhm. Dann befreie ich noch die... Ah, du kannst jetzt ausschalten. Die andere da. Da unten. Die hockt da unten im Turm. Gut. Da komme ich wieder nicht hin. Da. Doch, unten kommt man rein mit Explosivkäse. Schau her.
Nee, die hockt da drin. Ah, doch. Ja, ich beeile mich. Ah, nee, da ist ein Böser. Komm. Ach, komm. Ja, nicht, dass ich die Gefangene abschieße. Komm. Ach, komm. Ah, die sind schnell. Wo denn? Da. Jetzt schießt die auch mal. Warte. Ja, die schießt auch. Aber nicht lange. Ach komm, jetzt ist die schon wieder tot, Schaher. Jetzt habe ich die befreit und schon ist die wieder tot, Schaher. So ein Käse. Lebt nicht lange. Nee, haben wir nicht. Ach komm. Brauche ich auch die Schnauze voll hier. Kannst du auch da reingehen? Da sind wir jetzt im Hauptturm. Unten drin. Da kannst du auch rumrennen. Da, schau her. Ja, gut. Okay, Freunde. So, dann können wir wieder ausschalten, oder? Haben wir jetzt alles. Okay. Ich mache jetzt nicht mehr fertig, weil, ja. Aber wir, ich habe ja alle 82 Gefangene insgesamt her. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Wie gesagt, Schatzkarte, Archivarkarte ist hier, siehst du? Da oben auf dem Turm, man kommt nur von hier unten rum rein. Da. Von daher reinwatscheln. Dann raufklettern auf den Turm und dann werden die anderen Dokumente alle eingezeichnet. Da. Und so weiter. Kannst du auf meiner. Ja, die anderen Dokumente habe ich jetzt. Aber wenn, dann sind sie auf deiner Karte auch eingezeichnet. Okay, meine lieben Brüder und Schwestern, dann können wir jetzt hier aufhören. Peng. Tolles. Achtung, ein paar sind unterwegs zu dir. Oh. Nein, warte. Mehr ist nur ein paar. Wieder Angriffswelle. Oh, oh. Man kann da auch weglaufen, wenn man Glück hat. Oh, oh, da kommt man. Nee. Entschuldigung. Und man kann da auch immer so Seil, Pfeil und was weiß ich alles machen. Also, ist mal gut. Achso. Ja, das ist genau der Ding wie in der. Genau die Stelle wie im Hauptspiel. Schau her, da geht sie auch hier so die Treppe rauf. Genau. Das ist wie im Hauptspiel hier, die Ecke. Ja. Bloß ab da wird es dann anders. Ja. Okay, bla. Okay, meine lieben Brüder und Schwestern. Dann können wir hier aufhören. Das sind so schöne Geräusche hier. Witzig. Kannst einfach nur von den Geräuschen her einfach mal einwirken lassen hier. Tolles Spiel. Wie gesagt, da kommen unendlich Zombies, das hört nie auf. Da war eine Gefangene, hätte sein können. Ja, da kann man sich da verstecken. Nee. Kann man sich da einsperren. Da kommt wieder einer. Kannst auch immer auf so ein Fass schießen. So. Jetzt sind wir hier sicher, schau her. Bleiben wir jetzt drin. Okay, dann machen wir da jetzt aus. Also, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine Brüder und Schwestern. Und seid mir bitte auch weiterhin wohlgesonnen und schaltet ein und traut meine Botschaft hinaus in die weite Welt, auf dass es euch wohl ergehen möge. Adieu, bis zum nächsten Video. Jetzt kann ich es wieder nicht ausschalten.